erste Ziel bzw. der Startpunkt unserer Tour ist in Sicht der Hauptbahnhof Leipzig. Und als wäre die Frage des Heimwegs und der Regen zu Beginn nicht schon genug, fehlten natürlich auch noch die Rolltreppen. Die Vorzeichen zu Beginn der Wanderung standen alles andere als gut. Weiter ging die Reise mit Umstiegen in Nordhausen und Herzberg, bis wir nach einer knapp dreistündigen und entspannten Zugreise unser Ziel erreicht haben: Osterode im Harz. Nachdem es anfänglich noch etwas nieselte, meinte es der Wettergott dann doch gut mit uns und wir hatten einen wunderschönen und sonnigen Aufstieg zur Hans-Kühlen-Burg. Nach einem 3,5-stündigen Aufstieg mit 500 Höhenmetern erreichten wir die Hans-Kühnen-Burg. Mit seinem urigen Aussichtsturm mit Blick über den halben Harz, den knisternden Kaminen und dem herzlichsten und freundlichsten Bewirtungsteam, was ich je kennengelernt habe, ist die Hans-Kühnen-Burg ein echter Geheimtipp.
Hause Oker. Hier hatten wir noch einmal die Möglichkeit, unsere Wasservorräte aufzufüllen, bevor es dann den letzten Anstieg für heute nach oben ging. Bereits im Morgengrauen packten wir unsere Sachen, denn der Gastwirt auf der Hans-Kühnen-Burg empfahl uns als kleinen Geheimtipp, den Sonnenaufgang auf der Wolfswarte keinenfalls zu verpassen. Und er sollte recht behalten. Sonnenschein und ein paar Heißgetränken trafen wir die letzten kleinen Vorbereitungen und dann ging es weiter auf unserer Tour. Hinauf zum höchsten Punkt, dem Brocken. Der nächste Zwischenstopp war das Torfhaus. Hier konnten wir noch einmal unsere Vorräte auffüllen, unsere Blessuren verarzten und ein paar gemeinsame letzte Gruppenfotos machen. Denn ab hier ging es nur noch zu viert weiter. Zur Berglauf, weil wir es einfach können. Und dann waren wir endlich oben.
Wetter spielte auch auf dem Brockenboden mit. Und so konnten wir uns noch ein wenig ausruhen, die Aussicht genießen und stärken, denn es folgte noch der Abstieg. Kräftezehrenden Abstieg über einen alten Grenzweg wurden wir mit dem wunderschönen Ilsetal belohnt. Ausfallenden Zügen, Schienenersatzverkehr, einer Taxifahrt und einen Umweg über Magdeburg, bis wir letztendlich im richtigen Zug saßen und sicher zurück nach Leipzig kamen. Am Ende überragte das Positive dieser Tour, denn wir alle hatten unseren Spaß, haben gemeinsam viel erlebt. Und ich vermute, es war nicht die letzte Tour.